Hallo und herzlich willkommen zum 14. Teil des JavaScript-Tutorials für panutorials.de. Mein Name ist Dennis Panjuta und in diesem Tutorial werden wir uns mit der While-Schleife bzw. dem While-Loop beschäftigen. Dazu hatten wir im letzten Tutorial ja bereits den Do-While oder die Do-While-Schleife kennengelernt und das sah so folgendermaßen aus. Also wir haben hier den Code nochmal vom letzten Tutorial und der Unterschied zur Do-While-Schleife ist, dass wir bei der While-Schleife eine kopfgesteuerte Schleife haben. Das heißt, wir werden nicht den Code zuerst abrufen und dann die Abfrage stellen, ob die Bedingung erfüllt ist, sondern zuerst die Abfrage stellen, ob die Bedingung erfüllt ist und dann den Code durchführen, falls die Bedingung erfüllt ist. Also machen wir das am besten einfach mal und sehen, wie das Ganze aussieht. Dazu nehme ich hier jetzt mal diesen While-Code und ersetze diesen Do-Code hier oben. Außerdem muss ich noch dieses Semikolon hier löschen. Und im Prinzip haben wir hier schon eine While-Schleife. Das ging schnell, hä? Eine Minute und wir sind schon durch. Naja, nicht ganz. Also es geht im Prinzip geht es jetzt einfach so hier, die Abfrage unserer Schleife ist folgendermaßen: while zählen, sprich die Variable zählen, größer gleich 1, soll dieser Code ausgeführt werden. Auch hierbei ist es wieder wichtig, dass wir entweder inkrementieren oder dekrementieren, wirklich abhängig davon, wie wir die Schleife ablaufen lassen möchten. Also ändern wir mal diese Variable zählen, die wir im letzten Tutorial zum Ende noch mal kurz auf minus 5 gesetzt haben, nur um mal kurz einen Beweis zu erbringen oder kurz was zu zeigen. Oder ja, lassen wir die einfach mal bei minus 5. Ich kann euch dann direkt mal zeigen, was jetzt der Unterschied ist. Also noch vor meinem letzten Tutorial ganz kurz. Obwohl die Zahl minus 5 war und die While-Bedingung nicht erfüllt war, wurde der Code bei der Do-While-Schleife ausgeführt. Und jetzt gucken wir mal, ob das hier auch passiert. Ausführen. Und wir sehen, nichts passiert. Und das liegt genau daran, dass eben diese Bedingung hier nicht erfüllt ist. Also kopfgesteuert. Das heißt, erst wird nachgedacht, dann wird gemacht. Und bei der Do-While-Schleife ist eher so, ja, erst wird gemacht und dann wird überlegt, okay, ist das eigentlich nötig, beziehungsweise ist die Bedingung eigentlich erfüllt. Und damit wir diese Schleife nun auch ablaufen lassen können, so wie im letzten Tutorial, ersetzen wir die Variable also den Wert der Variable zählen von minus 5 durch die Zahl, sagen wir mal 5. Nun soll von 5 runtergezählt werden und jedes Mal, wenn die While-Bedingung erfüllt ist, soll einmal dieser Code hier ausgeführt werden. Sprich, es soll einmal heruntergezählt werden, der Wert zählen soll um 1 reduziert werden und dann soll dieser Code ausgeführt werden und innerhalb dieses Document Write haben wir auch wiederum diese Variable. Also probieren wir das jetzt mal aus, speichern und führen es aus und wir sehen, ich finde dich in 4, ich finde dich in 3, ich finde dich in 2, ich finde dich in 1, ich finde dich in 0. Verrückt. Und warum haben wir da jetzt eigentlich die 0? Im Prinzip sagen wir ja, solange zählen, also die Variable zählen, größer oder gleich 1 ist, soll dieser Code hier ausgeführt werden, also der innerhalb der geschweiften Klammern. Da, wenn zählen 1 ist, also sprich, wenn dieser Wert hier erreicht wird, die Bedingung immer noch erfüllt ist, wird der Code noch einmal durchgeführt oder ausgeführt. Und erst dann wird zählen auf den Wert 0 gesetzt und noch einmal ausgegeben. Hier mit dieser Zeile hier, ich finde dich in 0. Und ja, jetzt haben wir gesehen, okay, das funktioniert ja super mit Dekrementieren. Jetzt zeige ich euch mal das Ganze noch ganz kurz mit Inkrementieren. Also plus plus. Ersetze die Variable zählen mit dem Wert 0. Und ich sage, solange der Code kleiner als 5 ist, soll Folgendes ausgeführt werden. Also, was ich nun getan habe, ich habe die Variable zählen auf 0 gesetzt und ich habe die Richtung der Abfrage hier bei zählen habe ich geändert. Also die Abfrage ist jetzt nicht mehr größer gleich, sondern kleiner gleich. Das heißt, solange die Bedingung
zählen kleiner gleich 5 erfüllt ist, soll der Code ausgeführt werden und innerhalb dieses Codes wiederum wichtig, dass wir an irgendeinem Zeitpunkt den Wert hier erreichen. Das heißt, dass wir auch irgendwann mal aus dieser Schleife herauskommen. Sonst hätten wir eine Endlosschleife und damit kann keine Programmiersprache wirklich etwas anfangen. Also speichern wir das nochmal und lassen das nochmal laufen, nur mal ganz kurz zu gucken. Und hier steht schon, ich finde dich in 1, ich finde dich in 2, etc., etc. Ihr seht also, es funktioniert sowohl mit dem Herunterzählen als auch mit dem Hochzählen. Und der Vorteil davon ist halt wirklich, dass ihr einen Code, den ihr immer wieder braucht, einfach schnell mehrfach ausführen könnt. Wenn jetzt also euer Lehrer sagt, hey, schreib jetzt 20.000 Mal, ich bin dumm, dann könnt ihr das einfach mit dieser Schleife hier machen. Hoffentlich sagt er euch das nicht zu euch, weil allein dadurch, dass ihr dieses Tutorial verstanden habt, seid ihr nicht dumm, Leute. Ihr seid ziemlich Pro. Und ich hoffe, ihr macht weiter. Ich hoffe, ihr gebt nicht auf, weil ich sehe so bei den Zahlen der Zuschauer auf meinen Tutorials, sehe ich wirklich, dass die Leute dann irgendwann mal ab einem bestimmten Punkt aufgeben. So ab Tutorial 10 oder sowas haben die dann plötzlich keine Lust mehr und hören auf. Das kann entweder daran liegen, dass ich ein schlechter Lehrer bin oder aber daran, dass Leute einfach keinen Bock mehr haben. Und ja, gebt nicht auf. Dann werdet ihr nochmal richtige Programmierer. Also Jungs und Mädels, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, schaut euch einfach das nächste Tutorial an. Wenn nicht heute, dann morgen. Also haut rein.